Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rezension für euch und zwar ist es Lovely Hearts von Polly Harper, nur ein Lächeln von dir. Das Büchlein hat 396 Seiten und hat ganze 5 Sterne von mir bekommen. Es gab sogar eine Szene in diesem Buch, wo mir die Tränchen gekommen sind. Also es war wirklich, ja, sehr emotional, sehr rührend. Hier geht es um May. May reist nach irgendwo nach Colorado. Ja, genau, in die Kleinstadt Goodwill. Und ja, dort reist sie hin, weil ihre Schwester und ihr Schwager damals dort gelebt haben und ja, die beide bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind und sie haben 2 kleine Mädchen hinterlassen und im Testament steht, dass May, ihre Tante, sich jetzt um diese 2 kümmern soll. May hat es natürlich richtig, richtig schwer in dieser Stadt. Dafür sorgt der gut aussehende Cole, der nämlich der beste Freund der Schwester und des Schwagers war, und der diese Mädchen unbedingt haben möchte, da er sie in sein Herz geschlossen hat und natürlich von Geburt an sozusagen mit dabei war und sie mit beim Aufwachsen miterlebt hat, was natürlich May nicht hat. May hat, seit ihre Schwester geheiratet hatte, keinen Kontakt mehr wirklich zu ihr und außer gelegentlichen E-Mail-Verkehr und Bilder hin und her schicken, hat sie eigentlich nicht wirklich eine Vorstellung, ja, wie ihre Nichten so leben. Und also sie kennt ihre Nichten nicht. Sie ist für ihre Nichten eine fremde Person. Und ja, und da taucht sie halt dort auf und sie versucht wirklich ihr Bestes. Sie versucht ihr Bestes, mit ihren Nichten klarzukommen, mit der ganzen Situation klarzukommen. Man muss sich vorstellen, man hat gerade erst erfahren, dass man seine Schwester verloren hat und dann soll man in eine wildfremde Kleinstadt ziehen, wo alle Einwohner einen von vornherein hassen und einen das Leben zur Hölle machen. Da sie alle wissen, dass es die Schwester von der Verstorbenen und sie war nie da und hat sich nie blicken lassen und sie haben sozusagen von vornherein schon Vorteile gegenüber ihr und Cole trägt natürlich seinen Teil auch noch dazu bei, dass sie es richtig schwer hat, dass sie keine Chance hat, irgendwie da anzukommen, sich einzuleben und irgendwie einen Kontakt mit den Kindern aufzubauen. Sie versucht es trotzdem. Sie versucht wirklich die ganze Zeit ihr Bestes. Und das fand ich wirklich so richtig großartig. Sie weiß, egal was sie macht, es passt ihr nicht. Es ist falsch. Sie wird als, ja, als Punching Ball sozusagen benutzt. An ihr wird der ganze Frust, die Trauer und die Wut ausgelassen. Dann, und sie reißt sich jedes Mal zusammen, sie beißt die Zähne zusammen, sie schluckt ihren Stolz runter und lässt das Ganze über sich ergehen. Sie lässt sich auch die Demütigung und das Fertigmachen der Kleinstadt über sich ergehen, wie die Leute über sie reden, wie sie sie behandeln und ja, und sie gibt trotzdem nicht auf. Sie macht trotzdem weiter, sie versucht trotzdem irgendwie an Geld zu kommen. Am Anfang ist es so, dass sie von ihren Ersparnissen lebt. Da sie natürlich nicht so viel Geld bekommt als Unterhalt, wie sie eigentlich bräuchte und für 2 Kinder. Und ja, und Cole taucht natürlich auch jeden Tag auf und versucht irgendwas herauszufinden, wie es den Kindern geht, wie es den Mädchen geht. Und lässt sich natürlich dann halt auch jedes Mal erzählen, was so passiert ist. Und er kriegt natürlich dann wieder so einen Hals, weil er versucht natürlich, das alleinige Sorgerecht zu beantragen, damit May die Kinder weggenommen werden. Obwohl May eigentlich nur dem Wunsch ihrer Schwester nachkommen möchte. Und er will aber die Kinder haben. Und ja,
Und er versucht halt wirklich alles daran, ihr Steine in den Weg zu legen, dass sie ja einen klitzekleinsten Fehler macht, damit ihr sofort die Kinder weggenommen werden. Und weil er sie von vornherein als unfähig erachtet, weil sie ja schließlich als Weltenbummlerin abgestempelt worden ist. Weil sie halt viel durch die Welt gereist ist, viel erlebt hat und ja, und das ist natürlich überhaupt für Kinder nicht möglich, so eine erziehungsberechtigte Person zu haben. Und es kommt natürlich so eine Szene drin vor, so fast am Ende, hat mich wirklich zu Tränen gerührt, weil sie gibt wirklich, wirklich, wirklich ihr Bestes. Und klar ist es dann so, mit der Zeit kommt sie halt auch mal mit Leuten ins Gespräch aus der kleinen Stadt, denen es nicht anders ergeht wie ihr, die zwar schon sehr, sehr lange dort leben, aber auch nicht wirklich angekommen sind. Und ja, die haben halt auch einfach einen Ruf weg, obwohl sie nie irgendwas dergleichen getan haben, weil es einfach die Vorurteile der anderen sind. Und so findet May sozusagen Verbündete und die ihr dann so ein bisschen beistehen. Und ja, und Cole kann mit ganz viel Hilfe und ganz, ganz viel Einreden natürlich auch so verstehen, wie es May geht, beziehungsweise ja, warum May sozusagen durch die Weltgeschichte rumgezogen ist, statt ihrer Schwester zu sein, weil sie halt mal ja ein richtig gutes Band zwischen ihr und ihrer Schwester hatten. Und ja, und da er ja fast dann gefühlt jeden Tag bei den zu Hause ist und halt auch zum Essen eingeladen wird. Und er sieht sozusagen halt auch, er kann dann auch sein Sturheit so ein bisschen hinunter schlucken und sieht natürlich auch, was sie wirklich alles eigentlich macht, wo ja er die ganze Zeit gedacht hat, dass das andere gewesen wären und das ist halt auch. Also wirklich richtig gut. Es kommen zwei Schmuse-Szenen am Ende erst drinne vor, was ich toll finde, weil es ist zwar New Adult, aber es ist wirklich, dass die Story im Vordergrund steht. Wie May sozusagen damit umgeht, auf einmal jetzt von jetzt auf gleich sesshaft zu sein und sich um Kinder zu kümmern. Sie hatte nie wirklich irgendwie Kontakt mit Kindern oder beziehungsweise, nee, sie hat nicht wirklich Erfahrung, was Kindererziehung anbelangt und dann halt noch die Probleme von außen und dann versucht sie selber ja noch zu trauern und dann hat sie ja auch noch den Großvater an der Backe, der natürlich auch griesgrämig und zurückgezogen lebt und auch irgendwie versucht, mit seiner Trauer umzugehen. Den sind natürlich auch. Ja, das fand ich auch immer so süß. Die haben sich dann immer so richtig liebevoll angezickt und angeschnauzt. Und ja, obwohl sie sozusagen beide wussten, dass es eigentlich liebevoll gemeint ist. Und sie haben, ja, sie haben so eine ganz komische Art miteinander umzugehen. Aber der andere weiß in dem Moment, okay, wenn er sagt, er kriegt deinen Pappes hoch und räumt deinen Scheiß selber auf, dass es nicht böse gemeint ist, sondern eher so liebevoll. Und ja, also fand ich richtig, richtig toll und ja, also mir hat es wirklich gut gefallen. Und im zweiten Band geht es um Nova. Die lernen wir natürlich auch schon kennen. Und ja, und wir lernen natürlich noch so viele andere in der kleinen Stadt kennen und ja. Ist auf jeden Fall wunderschön. Hier ist natürlich auch so kleine Steckbriefe von May und Cole. Und ja, ich verlinke euch auf jeden Fall das Buch unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!